Ich habe in der Mittelschule eine Baugewerbeschule gemacht, aber ich habe keine allgemeine AHS oder so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland heißt, mit Matura halt. Und dann auch ein gewisses also ein Defizitgefühl gehabt. Oder wenn man macht baugewerbliche Dinge, die ganzen konstruktiven, bautechnischen Dinge, hat man praktisch, kriegt man ab 14 Jahren vermittelt. Und dann hat mich die Architektur solche eigentlich nicht direkt interessiert, sondern einfach, ich wollte da gar nicht Malerei machen, sondern Bildhauerei in Wirklichkeit, das hat mich am meisten interessiert. Und damals war die Aufnahmeprüfung ganz eigenartig an der Akademie, man hat Dinge abgegeben, die man gemacht hat, und dann ist man ausgesucht worden von irgendeinem Professor, und das war in dem Fall ein Maler. Und die waren nicht recht gewusst, warum ich die ausgesucht hat. Und ich habe dann eigentlich die meiste Zeit, das war eigentlich das, was in gewissem Sinn schon vielleicht prägend war, was einen großen Einfluss gehabt hat, ich habe dann eigentlich fast 3 Jahre nur Akt gezeichnet. Also es ist eigentlich ein bisschen anachronistisch, was es halt kaum noch gibt, aber ich war praktisch fast nur gezeichnet. Die Maltätigkeit war eher begrenzt, weil das Malerische selbst mich nie so interessiert hat. Also in dem Sinne bin ich durch bestimmte Umstände quasi also ich hätte lieber Bildhauerei gemacht, und dann habe ich wieder gewechselt. Also ich habe das Malereistudium als solches formell nicht fertig gemacht. Und habe dann eigentlich parallel immer wieder gearbeitet als Assistent auf der Technischen Universität und habe aber dann auf der Angewandten, also auf der dritten Hochschule, die es dort gibt, Architektur fertig gemacht, formell. Also über alle drei Hochschulen abgegrast, und das Resultat in gewissem Sinn ist, dass man vielleicht sagen kann, dass man nirgends in gewissem Sinn glücklich oder sozusagen Erwartungshaltungen erfüllt worden sind, aber in der Summe sucht man sich die Dinge. Oder? Also in Wirklichkeit lernt man selber. Oder? Und wenn man mehrere Orte hat, wo man sich auseinandersetzt, ist ein Riesenvorteil. Also ich kann nur jedem empfehlen, auf Universitäten zu wechseln, also oder immer wieder Entwurfsprofessoren zu wechseln, wenn man in der Auseinandersetzung selber schlauer wird über das, wie man selber denkt über die Dinge und natürlich über die Dinge. Aber das Um und Auf ist, dass man selber tätig ist. Oder? So gesehen ist es schwer zu sagen. Also es sind natürlich bestimmte Farbe, eine gewisse, also man wird es im Vortrag sehen, also die Farbeinsatz ist eher, wie soll ich sagen, wenig bunt, also sehr, bleibt im materiellen Bereich und eher sehr defensiv, also eher ein gewisser Respekt und Vorsicht vor Färbigkeit, also das ist geblieben, ja. Ich versuche, also primär ist eigentlich aus meiner Sicht der Raum als Möglichkeit, das was zählt. Also der Raum ist ein Potenzial, sich drinnen aufzuhalten. Ich versuche möglichst alle Nutzungsmuster oder irgendwelche Vorstellungen von Lebensbildern zu relativieren. Also mich interessiert eigentlich im Wesentlichen immer sozusagen mit einer bestimmten experimentellen Fragungsweise einfach Raummöglichkeiten zu finden. Die sie einfach zu suchen. Dann stolpert man über Dinge, die was können, und dann untersucht man sie drauf, wie leistungsfähig sie ist. Ich versuche diese üblichen Funktionsmuster und diese zugeordnete Raumdefinitionen eigentlich, soweit es geht in der Realität, weil alle, also sobald man das präsentiert, suchen die natürlich immer wieder Zimmer, Küche, Wohnraum und so weiter, wobei man nicht weiß, was ist ein Wohnzimmer. Also die ich werde in einem Vortrag darauf eingehen, das ist, die Lebensbilder sind dermaßen differenziert und lösen sich mehr und mehr auf. Das, was wir heute als Wohnvorstellung oder was der Großteil der Gesellschaft, vor allem die Institutionen damit, die damit natürlich sozusagen hantieren, sehr eingängte Vorstellungen haben, das ist ein Resultat des Modernismus. Und wenn man so weiter zurückgeht, 18. bis 17. Jahrhundert, dann hat es das nicht gegeben. Also das, was wir heute als Wohnbauten produzieren in gewissem Sinn, kann man sagen, das ist wirklich eine Produktion, ist eigentlich nicht so alt, dass man glaubt, die Vorstellung, das ist vielleicht 100 Jahre alt. Und meine Vorstellung ist eher, dass sich das ein Zeitphänomen ist, das sich wieder auflösen wird, weil sich einfach die Lebensbedingungen wieder ändern. Wenn ich überlege, wie oft ich meine eigene Wohnvorstellung oder Lebensvorstellung im Laufe der Zeit geändert habe, freiwillig oder aus bestimmten Umständen haben müssen ändern, dann verliert man irgendwann den Optimismus, dass es eine fixe Lebensvorstellung gibt. Also selbst in einem Single-Wohnen, da gibt es immer so Schlagwörter, Wohnen für Singles, Wohnen für Familie, was heißt das? Also wie lange ist man Single, wie lange ist man Familie? Also, ein Einzelner ist irgendwann einmal Single, dann ist er Familie, dann ist er wieder Single, dann ist er zu zweit. Das ändert sich in einer Lebensbiografie dermaßen oft. Also das, was eigentlich das Permanenteste oder das, was wirklich das ist, was ein Bauwerk tragt, ist eigentlich der Raum. Und darum beschäftigen wir uns leider zu wenig.
wir laufen irgendwann Funktionsbildern nach. Und das ist halt die Schwierigkeit, besteht darin, dass alle Beteiligten im Wohnbau, also die Bauträger, die Genossenschaften, im Grunde die Nutzer natürlich, die werden in gewissem Sinn natürlich darauf trainiert, oder? Also ist, über die Werbung. Oder? Das ist so wie so ein stereotypes Bild wird produziert und da hat man sehr schwer, andere Möglichkeiten anzubieten, weil also unterschiedliche Gruppierungen dann schnell aussteigen und sagen, ja, das will keiner, heißt es dann, oder wer ist das, wer ist keiner oder wer ist alle. Also das ist immer so. Es gibt da ganz seltsame Mechanismen in der Gesellschaft, wo aber die Statistik spielt eine große Rolle, Soziologie, Statistik, die immer wieder behauptet, bestimmte Lebensbilder wären die häufigsten. Mag so sein, aber das heißt, es gibt andere Lebensbilder genauso noch, die sind deshalb nicht minderwertig, nur weil es nicht die Mehrheit ist. Also das sind so Momente, die mich sehr irritieren. Und da versucht immer Dinge, Bauten zu realisieren, die darauf andere Optionen anbieten, weil ich einfach daran glaube, dass es verschiedene Menschen gibt, die auch ganz anders leben wollen. Das ist sicher so. Es ist ja, wenn wir jetzt weniger am Wohnraum oder Wohnwohnungen, sondern um Lebensräume. Das ist das eine Buch, das kleine, was ist eigentlich im Zusammenhang, und das gibt es am Markt gar nicht. Das ist eigentlich, hat jetzt irgendeinen Preis gekriegt, einen österreichischen Preis für Buchgestaltung. Das ist eigentlich ein Begleitprodukt von einem Projekt. Also es ist jetzt mit dem Projektentwickler gemeinsam. Robert Hahn gemeinsam, war die Überlegung, wie man eigentlich denn üblicherweise werden Hochglanzprospekte gemacht oder Renderings, wie schaut das Haus aus und was kriegt er alles oder so diese Illusion. Und wir haben eher versucht, ein Buch zu machen über das, wie dass diejenigen dann Leben quasi über Raum nachdenken anfangen, über die Möglichkeiten im Raum und sich dann sozusagen darauf in gewissem Sinne, gewisser, nicht pädagogischer Ansatz, aber sozusagen wie ein Begleitprodukt, wo sozusagen die geistige Substanz mittransportiert wird in Textform. Aber es ist ein sehr, sehr spezielles Projekt. Also es wird man dann auch sehen, es ist in jeder Hinsicht außerhalb der üblichen Erfahrungsweisen. Ich bin selbst quasi groß und habe studiert in den 80er Jahren, da hat sich natürlich da war ein ziemlicher Umbruch, also die Sichtweise des Modernismus hat sich aufgelöst. Oder? Das war jetzt nicht mehr in der Form, in dieser sagen wir, Stringenz oder in dieser fast sozusagen verknappten Form. Man hat einfach einerseits gesehen, dass die Moderne viel heterogener, vielfältiger war, vor allem die Nachkriegsmoderne ist hochinteressant, Mailand, in Berlin, wenn man 50er-Bauten anschaut, in München, also es hat einfach nicht diese geglättete Moderne gegeben, und dann ist es plötzlich sozusagen, hat man gemerkt, wie reichhaltig das Bauen ist. Und dann fängt man halt anzuschauen, was hat man in den 18. Jahrhundert gebaut, 17., 16., was ist in der Antike gebaut worden. Und dann merkt man, dass sich bestimmte Grundthemen oder die Grundbeschäftigung mit Raum hat sich nicht geändert. Also das ist, der Mensch baut sich Räume um eine gewisse sozusagen Dimension. Das ist, denke ich, damit zu tun, dass der Mensch nicht in der Lage ist, im Unendlichen quasi oder in diesen weitläufigen Landschaften zu existieren. Er braucht bestimmte Größe, dass er sich irgendwie zwischen Schutz und sozusagen Aneignung hat, das damit zu tun, dass er sich ein bestimmtes Territorium schafft. Oder? Das ist halt die erste Raumschaffung. Die Größenordnung hat sich in Wirklichkeit nicht geändert. Also in der Antike waren die Räume in etwa gleich groß wie heute. Heute sind sie eher kleiner, wobei es auch damals sehr viel kleine Räume gegeben hat. Und die Nutzungsmuster haben sie auch immer wieder verschoben. Oder? Aber die grundsätzliche Thematik, von dem her ist das Bauen wieder interessant, dass sich es weniger ändert, als man glaubt. Es wird von der Industrie, von sehr vielen anderen Beteiligten, die etwas verkaufen wollen, wird dann das Gegenteil behauptet. Die sagen immer, es ist alles, was 2 Jahre alt ist, ist hinfällig, wir müssen wieder was Neues machen. Also dieser Avantgardismus-Irrsinn hat sich auch relativiert. Also, und wenn man sich einmal von dem alles entledigt, dann merkt man, wie unglaublich viele Möglichkeiten und was für ein breites Spektrum das Bauen eigentlich hat. Oder? Und die Schwierigkeit ist aber, aus meiner Erfahrung, ist, sich selbst sozusagen von dem zu befreien. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, sich selbst sozusagen von diesen Klischees so weit zu lösen und trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Weil man kann natürlich, wenn es bestimmte Handlungsmuster gibt, kann man sich darauf stützen, oder es gibt da Sicherheit. Der Funktionalismus ist sowas ganz Einfaches. Oder? Da kann man sagen, das WC ist so groß, Bad ist so groß, Küche ist so groß, Essplatz, alles passt. Der andere schaut sich an und sagt, das ist nickt, oder es ist sofort Einverständnis da. Es ist in gewissem Sinn
nichts falsch gemacht, aber man weiß ja nicht, was jetzt dann richtig ist. Das ist das eigenartige Phänomen. Also es gibt so Pseudosicherheiten, oder? Und da ist man als Architekt in gewissem Sinne allein der Einzige, der quasi an anderen Dingen interessiert ist. Und an das muss man sich gewöhnen, dass man dann oft sehr schnell, dann hat man noch Kollegen, mit denen man sich austauschen kann, das ist extrem wichtig. Dass man sehr früh so Beziehungen aufbaut zu Kollegen, zu egal welchen Alters. Also ich habe sehr, sehr geschätzt immer wieder Beziehungen zu Adolf Krisch und jetzt Hermann Tschech, die sind natürlich von der Generation ganz anders. Kontakte in die Schweiz waren immer sehr wichtig, weil mich die Art und Weise sehr interessiert hat, diese konkrete Form von Architektur. Und in diesen Turbulenzen der einzelnen Projekte ist das dann schon so ein gewisser Halt, oder? Weil in den Projekten geht es uns dann schon ziemlich drunter und drüber, oder? Da überschlagen sich dann die. Und dann immer die Frage, woher kriegt man die Gewissheit, was wirklich Substanz hat? Also für was lohnt es sich, so viel Energie reinzustecken? Weil es geht dann viel Energie rein. Und nicht nur von einer selber, dann sind plötzlich fünf Leute an einem Projekt. Also das ist dann ist eine gewisse Verantwortlichkeit den anderen Leuten gegenüber. Ne? Also allen, die dann am Projekt beteiligt sind. Für mich eine kleine Expedition. Also vergleichen wir Expedition, wenn man auf 8000 Meter rauf will, dann ist es, muss man das Gefühl haben, dass das sich ausgeht. Oder man nimmt sich etwas vor, wenn man weiß, es wird anstrengend. Und wenn man das bei den ersten 10 Schritten oder wenn man im flachen Terrain ist, merkt, das geht sich nicht aus. Dann muss man irgendwie reagieren und sagen, entweder ändert man die Besetzung oder man lässt das Projekt lieber.